In einer Impfstofffabrik in den USA ist es zu einer schweren Panne gekommen und nun müssen 10 Millionen Impfdosen entsorgt werden. Betroffen ist eine Charge von Johnson & Johnson. Arbeiter hatten bei der Produktion Inhaltsstoffe vertauscht. In der Fabrik wird ebenfalls das Vakzin von AstraZeneca produziert. Bereits ausgelieferter Impfstoff ist aber nicht betroffen, da dieser in einem Werk in den Niederlanden hergestellt wurde.